dames en heren, bij de opening van de Kalmeier Joden in de Aaltense Musea. Welkom gasten uit Duitsland, de buurregio, zou ik zeggen, leden van de Raad van Advies, Volker Jacob en de heer Wiesman. Welkom ook onze, de samensteller van de tentoonstelling, Joachim Castan. En Gunther Gal, die voor onze muzikale bewijsting verzorgt vanavond. Welkom leden van de andere leden van de Raad van Advies, Benjamin Schenk. En heb ik zelfs opgeschreven. Dat staat van Karlsbeek, barones van Schimmelpenning van der Ooyen. Ja. Dachten, dan doen we het ook maar officieel. Welkom hier aanwezig. We hebben vanmiddag ook een vergadering gehad met de Raad van Advies. Welkom ook leden van het bestuur, vrijwilligers van de Aaltense Musea, gasten van buiten en Aalten bij deze tentoonstelling opening. Ik ga verder niet lang maken. Het was een mooie samenwerking met Erich Maria de Markencentrum, Vriendencentrum in Osnabrück. Om een wisseling te doen van twee tentoonstellingen. De tentoonstelling van ons grensgevallen is daar gepresenteerd en die heb ik toen geopend. En de tentoonstelling van Kalmeier Joden, waar Joachim Castan zo meteen de inleiding voor verzorgt, die is toen hier naartoe gekomen. En dat is een hele mooie manier om ook samen te werken en uit te wisselen, wat we ook in de toekomst vooral ook nog willen verstevigen. Wij noemen ons ook voortaan Markt 12 Euregionaal Museum voor de Vrijheid. En dat geeft ook aan dat we wel vanuit de geschiedenis vooral ook werken, willen werken aan de vrijheid en daar ook op uit willen wisselen met elkaar. Dus daar gaan we ook in. Nou, daarnaast willen we sowieso vanuit de regio meer de verbindingen leggen, ook met het Aaltense Historisch Museum. Maar dat komt een andere keer weer aan de orde. Ja, ik denk dat ik Gunther Gal hier naartoe wil vragen. Of jij gaat in het midden staan om een lied ter gehoor te brengen. Een lied uit de Nederlandse verzet, dat is ook een lied voor mij te zingen. Wenn je geen zin hebt, dan zingt de laatste vers wat je meezingt. Ganz einfach. Tien kleine Hollanders kwamen in Duitsland tegen. Die een die zei, dat gaat den Hof. Toen waren nog negen. Ik heb niks gehoord. Toen waren nog negen. Negen kleine Hollanders fluisterten heel zacht. Die een vertelde in goede mop, toen waren nog acht. Acht kleine Hollanders hielden van het leven, een zo'n hut wie Nederlands bloot, toen waren nog zeven. Zeven kleine Hollanders droegen een echt mes, een stak in Duitser dood. Toen waren nog zes. Zes kleine Hollanders liepen stram en stijf. Eén was een Jodenman. Toen waren nog vijf. Vijf kleine Hollanders dronken een glas bier. Eén gaf mit aan Winterhuur. Toen waren nog vier. Vier kleine Hollanders schollen op de NSB. De hardste schreier wachte. War die falsche Strophe. Vier kleine Hollanders hoorden de BBC. De meid verraden haar mijn heer. Toen waren nog drie. Drie kleine Hollanders schollen op de NSB. De hardste schreier wat gepakt, toen waren nog twee. Twee kleine Hollanders slachten het varkensbeet, een kocht het zonder.
tun, was er noch mal in. In kleiner Hans, es lachte clandestin, man brachte nach Oranje Hotel, tun war es er bald. Team. Achtung, eine Frau Betreuer, sehr geachte Damen und Herren, die israelische Gedenkplatz Yad Vashem verliert an derjenige, die Jods Leben heft gerettet, deren Titel Rechtfertiger aller Bevölkerung. Tut ne tut, und tut ne tut, und fiegen ca. 23.000 Personen diese Titel. An der Hähn befinden sich 4.900 Niederländers in 460 Bücher. Vor dat der Ehrentitel war früher sowohl Levenden als Gestorbenen in Anmerkung können kommen. Wort verlängt, fehlt in Diebrand historische Untersuchung Platz, dat enkele Jahre kann düren. Det Ort Osnabrück, Aufkommensstücke Advokat Hans Kammerherr, ist ein von hin, die de Titelheft anfangen. Het lückte die Jurist Hans Kammerherr, um die deutsche Besetzung von Niederland mit Behülp von zahlreichen Niederlanders von Eid Den Haag, dösenden Menschen von Jots Aufkommen, von der Tod in der Konzentrationskämpfen der Nationalsozialisten der Retten. Hier die dat, ob in dermaßen intelligente Weise, dat self übertäuchte Nationalsozialisten in zehn direkte Umkehrung kein Unrat rucken. Tot ob Heden ist Kammerherr vor historischen Rätselachter Personen geblieben. Ich bin selbst des Topkurs und der Samsteller von dieser Tänzungsstellung, die die Verdacht präsentiert. Von jetzt an werde ich zu Ihnen Deutsch reden, wobei ich vermute, dass mich jetzt mehr Niederländer verstehen. Als ehemals versuchte Niederländisch zu sprechen. Der Name Oskar Schindler ist weltweit seit dem Spielfilm von Steven Spielberg ein Begriff. Der Name Kallmeier dagegen ist einer breiten Öffentlichkeit, gerade in Niederlanden, noch weitgehend unbekannt. Diese Ausstellung soll dazu dienen, dieses höchst ungewöhnliche Kapitel der deutsch-niederländischen Zeitgeschichte bekannter zu machen. Kallmeier versah seinen Dienst in Den Haag innerhalb der deutschen Besatzungsverwaltung im Binnenhof. Kallmeier ist in der historischen Forschung nicht unumstritten. Dabei gehen die Beurteilungen, was von ihm und seinem Rettungswerk zu halten sei, weit auseinander. Von deutscher Seite wird er zuweilen als Widerstandskämpfer und sogar vereinzelt als Held gefeiert. Niederländische Historiker sehen in ihm teilweise einen funktionierenden Bürokraten in der Besatzungsverwaltung, wenn nicht sogar als Täter. Die deutsche Zeitschrift Der Stern ließ sich sogar im Zusammenhang mit Kallmeier zu der dümmlichen Überschrift Hans Kallmeier, Schindler oder Schwindler hinreißen. Ich denke, dass diese Beurteilung, ob Kallmeier ein Held oder Täter war, nicht den Kern der Sache treffen. Was hat es nun mit dem Herrn Kallmeier auf sich, an dem sich dermaßen die Gemüter erhitzen? Seit 1998 beschäftige ich mich mit dem Thema Kallmeier, zunächst als Lektor der ersten Kallmeier-Biografie von Peter Niebaum. Ich muss gestehen, dass ich anfangs als von Beruf kritischer Historiker diese Geschichte nicht recht geglaubt habe. Ein anscheinend makelloser Osnabrücker Rechtsanwalt, der 1933 bis 1934 mit Berufsverbot belegt war, rettet völlig uneigennützig in den Niederlanden Tausenden von Juden das Leben. Diese Geschichte klang verdächtig danach, dass sich hier ein Deutscher, der in das Jahrhundertverbrechen des Holocaust verstrickt war, im Nachhinein zum Helden und Widerstandskämpfer stilisieren wollte. Genauso wie es nach 1945 in den Niederlanden offenbar nur Widerstandskämpfer gegeben hat, bestand die deutsche Nation nach 1945
offenbar nur aus verführten Mitläufern und Judenrettern. Wo nach 1945 jenseits der Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg die eigentlichen Nazis geblieben sind, bleibt unklar. Fast die gesamte Geschichte rund um Karl Mayer war 1998 weitgehend aufgrund von Zeitzeugenaussagen rekonstruiert. Die Problematik von Zeitzeugenaussagen, zumal mit einer zeitlichen Distanz von 50 Jahren, braucht hier nicht näher thematisiert zu werden. Was mir allerdings schon damals auffiel, Karl Mayer ließ sich, anders als Oskar Schindler, niemals zu Lebzeiten als Judenretter feiern und spielte sich nie mit seiner vorgeblichen Rettungstat in den Vordergrund. Über sein Rettungswerk bewahrte er selbst vor engsten Vertrauten jahrelang Stillschweigen. Als ich nach 1998 daran ging, die unglaubliche Geschichte Karl Mayers, die ich aufgrund des Manuskripts des Lehrers Peter Niebaum kannte, aufgrund von überlieferten Akten auf ihren historischen Wahrheitsgehalt abzuklopfen, wurde immer deutlicher, was Karl Mayer tatsächlich geleistet hatte. Anhand der überlieferten Fälle, fast alle lagern im Zentralbüro für Genealogie in Den Haag, konnten die Erinnerungen und Einschätzungen der Zeitzeugen komplett bestätigt werden. Mit der Intelligenz eines Anwalts schlug er die Bürokratie des Holocaust mit ihren eigenen Mitteln. Geschickt bediente er sich dabei der Sprache des NS-Rassewahns, da ich auch einige Semester Jura studiert habe und mein Zweifach neben Geschichte Literaturwissenschaften war, wurden mir allmählich die sprachlichen Feinheiten im Deutschen deutlich, mit denen Karl Mayer bewusst und äußerst geschickt die Judengesetzgebung sabotierte und ad absurdum führte. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Karl Mayer etwa zwischen 3.500 bis 7.000 Menschen gerettet hat. Die Rettungsquote des berühmten Oskar Schindler von 1.200 Menschen auf Schindlers Liste verblasst dagegen. Ich denke, dass die Be- und Verurteilung Karl Mayers auch eine historiografische Generationsfrage war und ist. Diejenigen niederländischen Historiker, die in den 60er Jahren tonangebend waren, wie Presser und de Jong, urteilen sehr positiv über Karl Mayer, da sie, vielleicht sogar volkspädagogisch begründet, das Bild einer positiven deutschen Ausnahme zeichnen wollten. Für die heutige Historikergeneration sind der Zweite Weltkrieg und der Holocaust eine Epoche, die allmählich historisiert ist. Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen, die von ihrem unmittelbaren Erleben und Überleben erzählen können. So kann man sich im Jahre 2012 leicht hinstellen und die Leistung Karl Mayers relativieren. Zudem ist gerade bei akademisch gebildeten Intellektuellen es beliebt zu sagen, sicherlich, Karl Mayer hat Menschen gerettet. Man muss aber auch sehen, dass er gleichzeitig ein funktionierendes Rad in der Bürokratie der Vernichtung war. So kann man schnell zu einer ambivalenten Haltung kommen, die letztendlich Karl Mayers gesamtes Rettungswerk als austauschbar diskreditiert. Nach dieser Denkweise mag es fast gleichgültig sein, ob Karl Mayer oder irgendjemand anders an dieser Entscheidungsstelle für Abstammungsfragen gesessen hätte. Mit dem heutigen historischen Wissen der unglaublichen, in deutschen Namen begangenen Verbrechen ist es scheinbar ein leichtes, jemanden als gut oder böse zu klassifizieren. Deshalb habe ich in dieser Ausstellung versucht, dem Besucher den historischen Kontext der Jahre 1940 bis 1942 deutlich zu machen. In ganz Europa war seit den 30er Jahren die Demokratie westlichen Verständnisses auf dem Rückzug. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Österreich, der Slowakei, Spanien, ja selbst in Frankreich und England gab es faschistische Bewegungen. Auch die NSB, bzw. Musterbewegung, war in den 30ern in den Niederlanden eine gesellschaftliche Kraft. Auch der Antisemitismus wurde in dieser Zeit in den Niederlanden gepflegt. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und den deutschen Siegen sah es so aus, dass die Zukunft Europas für Jahrzehnte, wenn nicht sogar für Jahrhunderte, nationalsozialistisch geprägt sein würde. Zwischen 1940 und 1943 gab es nicht wenige Niederländer, die sich mit den neuen Verhältnissen arrangierten und sogar selbst an den Maßnahmen des Holocaust aktiv mitwirkten.
Es wird selbst heute gern vergessen, dass einige Niederländer meinten, mit Hitler-Deutschland an der Seite der Sieger zu stehen und davon träumten, dass die Niederlande innerhalb eines zukünftigen großgermanischen Reiches eine privilegierte Rolle einnehmen werden. Ein Effekt dieser Kollaboration bestand darin, dass die Vernichtungsquote der Juden in den Niederlanden mit Abstand die größte in ganz Westeuropa ist. Vor diesem Hintergrund sollte man sich klar machen, was das Rettungswerk Karl Mayers tatsächlich bedeutet. Karl Mayer riskierte sein Leben und das Leben seiner Mitarbeiter, indem er 65% der untersuchten Fälle positiv entschied, das heißt, die Antragsteller nicht deportiert wurden. 65% bedeutet freilich auch, dass 35% der Fälle negativ entschieden wurden und Menschen mit Karl Mayers Unterschrift in den Tod geschickt wurden. Dieser Mühlstein von Schuld, den sich Karl Mayer damit unweigerlich auf sich geladen hatte, wurde er zeitlebens nicht mehr los, auch wenn er zeitweise das Gegenteil behauptete. Das ist der eigentliche Grund, warum wir über sein Rettungswerk schwieg. Wie muss sich ein Mensch gefühlt haben, dessen tägliche Aufgabe darin bestand, die Möglichkeit zu haben, Herr über Leben und Tod zu sein? Karl Mayer beteuerte immer wieder, dass sein Rettungsboot viel zu klein gewesen sei. Wenn er noch mehr in sein Rettungsboot aufgenommen hätte, wäre es vermutlich gekentert und gesunken. Heute wissen wir, dass sich Karl Mayer tatsächlich unter massiver Beobachtung der SS und des Sicherheitsdienstes befand. Sowohl im Februar als auch im August 1944 ist bei der SS und beim Sicherheitsdienst die Rede davon, dass in den Niederlanden es einen riesigen Abstammungsschwindel gäbe und sämtliche Fälle der Dienststelle Karl Mayer noch einmal untersucht werden müssten. Alleine die herannahende Front und das Ende des Krieges verhinderten, dass Karl Mayers Rettungswerk aufflog. Auch muss betont werden, dass große Teile des Rettungswerkes nur durch das verschwiegene Netzwerk von niederländischen Beamten, Notaren und Pastoren funktionieren konnte, die entsprechend gefälschte Abstammungsunterlagen lieferten oder beglaubigten. Noch deutlicher, in welchem Dilemma sich Karl Mayer befand, wird in einem Zitat Karl Mayers aus dem Jahr 1946 deutlich. Ich zitiere Karl Mayer: Ich sah mich selbst als eine Art Arzt, der auf einem von der Außenwelt völlig abgeschnittenen Posten für 5000 Todkranke nur 50 Ampullen einer Medizin besitzt, durch die es ihm möglich ist, mit 50 Injektionen nur 50 von 5000 vor dem sicheren Tod zu retten. Welche 50 Patienten soll er retten? Ich will Ihnen die ganze Geschichte mit und um Karl Mayer in dieser Rede hier nicht weiter darstellen, sondern Sie einladen, sich anhand der Ausstellung und den darin gezeigten Dokumenten selbst ein Bild und eine Meinung über Karl Mayer und sein Rettungswerk zu bilden. Eine Vielzahl der gezeigten Fotos und Dokumente werden in dieser Ausstellung das erste Mal gezeigt. Eine seltsame Faszination strahlen dabei die Farbfotos aus. Die scheinbar so fern Vergangenheit wirkt damit beklemmend nah und unmittelbar. Es ist eine mehr als angenehme Pflicht, herzlichen Dank auszusprechen für diejenigen, die diese Ausstellung unterstützt und ermöglicht haben. Hier vor Ort an erster Stelle Frau Dr. Brettauer, der Direktorin. Ich bedanke mich auch im Namen aller Mitarbeiter des Remarque-Zentrums und Herrn Gall für die überaus freundliche Aufnahme, die wir hier in dem schönen Museum erleben konnten. Und ich denke, gerade das Thema Karl Mayer passt ja ganz wunderbar zum Konzept Ihrer Ausstellung Widerstand und deutsche Besatzung. Ermöglicht wurde diese Ausstellung von Eurekio in Gronau, Kunst und Kultur Overijssel und dem Prinz Bernhard von Zwolle sowie der Stadt Osnabrück. Die historischen Dokumente stammen aus dem Zentralbüro für Genealogie in Den Haag, die Bilder aus verschiedenen deutschen Archiven und dem niederländischen Institut für Urlaubdokumentatie. Übersetzungsarbeiten besorgte ein gebürtiger Niederländer. Zwei deutschsprachige Ausstellungen über Karl Mayer werden seit 2002 in Deutschland gezeigt. Diese niederländische Ausstellung wurde von mir im Jahre 2010 völlig neu konzipiert und speziell auf ein niederländisches Publikum zugeschnitten. Diese Ausstellung war bislang in Zwolle, Deventer, Twente und im Rathaus von Den Haag zu sehen.
Überall war das Interesse der Besucher der Medien enorm. Die Resonanz auf diese Ausstellung ist trotz dieses mehr als schwierigen Kapitels niederländisch-deutscher Geschichte außerordentlich positiv. Wie erfreulich ist es zudem, mit welcher Freundlichkeit wir jeweils von der niederländischen Seite aufgenommen werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Ausstellung auch ihr Interesse findet. Ich denke, dass es sich lohnt, über dieses höchst ungewöhnliche Kapitel deutsch-niederländische Geschichte mehr nachzudenken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dank, Herr Kastan. Ich denke auch, dass es eine sehr gute Sache ist. Dass ich kann auch besser Holländisch sprechen als Deutsch, aber dass es auch eine gute Sache ist, dass wir das nicht so einfach sehen, das Gut und der gute Holländer oder der falsche Deutsche oder der Täter oder Held. Wir sind auch, wir sind auch bezig mit den Vorbereitungen von einer Tentoonstelling over Daderschap en Heldenschap met Ben Boersema en Renke Smedinga, om juist die nuances en juist als je omstander bent, ben je dan slachtoffer of ben je eigenlijk ook een beetje dader. Juist die nuances in dat beeld zijn belangrijk om begrip te krijgen hoe je dat voorkomt, daderschap in de toekomst. Dus hartelijk dank voor deze bijzondere tentoonstelling. Ik geef de heer Gaal nog de gelegenheid om nog enkele liederen ter horen te brengen. Lied van Hirsch Glick. Stil, die Nacht ist ausgestellt und der Frost hat scharf gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich dich hoch gelernt. Holten nach Speyer in die Hand. Sie gedenkst du, wie ich dich hab gelernt. Holten nach Speyer in die Hand. Am Eut, a Pelzl und a Beret und in a Handfest an a Gang. Am Eut mit ansammeltenem Honig, i dort dem Säunes Karawan. Am Eut mit ansammeltenem Honig, i dort dem Säunes Karawan. Gezielt, geschossen und getroffen, Ort, ihr kleininker Pistol, an Otto am Vollinken mit Waffen, getroffen hat sie mit am Keul, an Otto am Vollinken mit Waffen, getroffen hat sie mit am Keul. Fahrtag, von Walter Reus gekrochen, mit Schneegirlanden in die Horn, gemutigt von Kleininken mit Zochen, fahr unser nahen freien Norden, gemutigt von Kleininken mit Zochen, fahr unser neuen freien Dorf. Du warst ein ruhiger Denker, ein stiller Kavalier, vornehm bescheiden. Doch streitbar, das schätzte man an dir. Du sahst die Stadtwächter ziehen durch die Stadt, das früh die Zeichen erkannt. Du sahst die Lecks am Judenpranger stehen, da haben sie schon Bücher verbrannt. Ein Überfall auf die Niederlande, damals am 14. Mai, da sahst du Bomben auf Rotterdam fallen, was bald Soldaten.
Thank you.